Der richtige Umgang mit dem Geodreieck. Was ist mir hier passiert? Ich habe das Geodreieck nicht gut genug mit meinen Fingern festgehalten. Daher gilt für das Geodreieck, halte den Geodreieck immer mit allen fünf Fingern gut fest. Dazu hast du hier ein Hilfsmittel, das du ganz gut nehmen kannst. Und diesen Griff kannst du festhalten, wenn du eine Gerade oder Strecke zeichnen möchtest. Ich zeichne nun eine Strecke von 5 cm. Die Strecke ist aber sehr dick. Daher ist es wichtig, dass mein Bleistift immer eine spitze Mine hat. Jetzt erkenne ich, dass der Bleistift eine spitze Mine hat. Ich versuche, die Strecke nochmals zu zeichnen. Und erkenne, dass eine spitze Bleistiftmine dünnere Striche zeichnen lässt als eine stumpfe Bleistiftmine. Also unsere zwei wichtigen Erkenntnisse. Das Geodreieck immer mit fünf Fingern halten, sonst rutscht es weg und wir können keine Geraden zeichnen. Und auch immer mit einem spitzen Bleistift arbeiten. Um eine schöne Gerade zeichnen zu können, sind auch zwei weitere Faktoren wichtig. Der Bleistift soll immer etwas schräg gehalten werden und zügig an der Kante entlang gezogen werden vom Lineal. Das zeige ich euch auch noch. Wenn ich hier das Geodreieck herlege, sollen wir den Bleistift nicht ganz gerade nehmen, sondern schräg halten und nicht zögerlich an der Kante des Geodreiecks entlangziehen, sondern in einem schönen durchziehen. So entsteht eine schöne Gerade.